Jenna zitterte den ganzen Weg zurück in den Salon. Als sie nach der Kaffeekanne griff, um den Gästen eine neue Runde auszuschenken, machte sie solch klappernden Lärm, dass alle im Salon aufschauten. "Entschuldigung", murmelte sie und versuchte verzweifelt, sich nicht umzudrehen und Cole ein zweites Mal hinterherzulaufen. "Gefährte, muss unserem Gefährten helfen." Ihre Wölfin krallte gegen die Tür ihres mentalen Käfigs, hinter dem sie sie eingesperrt hielt. Sie knirschte mit den Zähnen. Cole brauchte etwas Zeit, und sie ebenfalls. Sie hatte einen flüchtigen Blick in seine Augen geworfen, bevor er davongeeilt war, und in den grau, dunkelgrauen Gewitterwolken blitzte es jetzt. Das klassische Zeichen eines sich verwandelnden, so hatte sie gehört. Cole der sich verwandelte. In einen Wolf? Sie schloss die Augen und versuchte alles zu verarbeiten. Es war nicht der Entzug vom Alkohol, der Cole in den letzten Wochen so launisch gemacht hatte. Es war die Veränderung, die in seinem Körper vor sich ging. Langsam vielleicht, wegen der geringen Größe des Kratzers, jedoch unaufhaltsam. Und jetzt beschleunigte sich die Verwandlung. Kein Wunder, dass ihre Wölfin plötzlich verrückt nach ihm geworden war. Solange Cole vollständig menschlich war, konnte das Schicksal ihren Gefährten noch tarnen. Aber jetzt, da er sich in einen Gestaltwandler verwandelte, hatte sich sein Geruch intensiviert. Verstärkt. Er war so intensiv, dass es jetzt keinen Zweifel mehr gab. Er war der Richtige. Ihrer. Ihr Schicksalsgefährte. Ihr Herz trommelte so schnell und heftig, dass sie das Gefühl hatte, ihr Brustkorb könnte zerspringen. Sie klammerte sich an die Kante des Tresens und kämpfte gegen das überwältigende Gefühl des Schwindels an. Wow. Es passierte wirklich. Das Schicksal, das zwei Seelen zusammenbrachte. Für immer. Ihr Herz überschlug sich, aber ihr Magen rumorte, als sie sich daran erinnerte, wie Cole neben seinem Pickup Truck gestanden hatte. Sie war erschrocken, als sie sah, was er unbewusst getan hatte, als sie sich näherte. Er hatte mit der Nase in der Luft geschnuppert und den Kopf nach links und rechts geschwenkt, wie ein Wolf, der einer schwachen Fährte folgte. Als er ihrem Blick begegnete, leuchteten im Sturmgrau seiner Augen winzige grüne und braune Blitze auf ein verräterisches Zeichen für jemanden, der sich verwandelte oder einen Mann, der langsam verrückt wurde. Sie wollte seine Hand nehmen, zu ihrem Wagen rennen und weit, weit wegfahren. Als würde das funktionieren. Als könnte man vor dem Schicksal davonlaufen.